Wie geht's, wie steht's? Kumomilch von der Ohana Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend und erst die helle Soße, die man daraus machen kann, unbeschreiblich gut. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Kumomilch? Nein, Bisspark kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Mit dem Bisspark-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probiere es selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Wenn du in der Nähe von einem vergrabenen Item bist, fängt Bisspark an zu bellen. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du meine gute Freundin Tracy. Grüße sie von mir. Ich verstehe nur nicht, warum sie immer dann abhauen, wenn sobald sie mich sehen. Kann doch einfach hier da bleiben und weiter machen mit dem, was er gemacht hat. Auf jeden Fall, ja, kann ich euch das zeigen. Da drüben gibt es ein Item. Und zwar hier ein Tafelwasser. Eine Kumomilch. Ein Schutz. Da hinten. Ich muss nur Schutz aktivieren. Weil, wie gesagt, ich will jetzt kein neues Pokémon. Mein Team ist also eigentlich gerade ganz gut und ja, wird schon passen. Oh, das sieht mich von da oben. Kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Ja. Ich denke schon. Pokémon-Züchter Laurent. Da, 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 da. Pampuli. Glaube ich nicht, dass ich eine irgendwie. Ja, ich dachte mir, ich habe nicht mal eine Attacke, die irgendwie wirkungsvoll ist. Aber Marik! Oh, dringend mal eine bessere Wasserattacke. Weil Aquaknarre ist jetzt wirklich langsam ausgelutscht und schlecht. Aquaknarre! Und down. So, da hinten war ein Item. Ein X-Abwehr und ich muss schon wieder niesen. Hey. So. Oh Gott. Jetzt glaube ich, werde ich krank. Hey, war nochmal irgendwo eins. Ein Superschutz, ja endlich. Warte, nochmal. Ja. Ein Ritt auf Bisspark lohnt sich immer. Es kann verborgene Items für dich finden. Sprudel. Und 16 Herrscher-Sticker. 4 Stück noch, dann kriegen wir endlich ein Radikal-Herrscher. Na, 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 na
X Spezialverteidigung. Hi. Willkommen im Pokémon Hort. Trainer können ihre Pokémon hier bei uns in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass wir bei den Pokémon in unseren Obhut ein Ei finden. Seltsam, findest du nicht? Wenn du uns deine Pokémon anvertrauen möchtest, dann sprich drin einfach mit meiner Schwester. Das brauchen wir gerade nicht mehr. Du da, benutze das hier, um die Kraftreserven deiner Pokémon freizusetzen. Das kommt gut. TM10 Kraftreserve. Ich besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typ dieses sein wird. Keine Ahnung, weshalb ich über diese Fähigkeit verfüge, aber wo ich sie schon mal habe. Ich demonstriere dir mein Können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Ja. Mach mal, jetzt nehmen wir mal Evoli. Würde dieses Pokémon Kraftreserve erlernen, dann wäre die Attacke vom Typ Unlicht. Okay. Und Akku. Kampf, okay. Interessant. Hi. Gibt man zwei Pokémon derselben Art in Pflege, werden schneller Eier gefunden, wenn beide unterschiedliche Originaltrainer haben. Hi. In anderen fernen Regionen gibt es eine Einrichtung, die man Pokémon-Pension nennt. Dort kann man seine Pokémon abgeben und sie trainieren lassen. Bei uns in Alola gibt es nur den Pokémon-Hort. Wir trainieren die Pokémon nicht und bringen ihnen auch keine neuen Attacken bei, aber immerhin ist der Service preiswert. Und weißt du was, wenn wir uns um zwei Pokémon kümmern, dann finden wir manchmal auf wundersame Weise ein Ei. Und niemand weiß, woher sie kommen. Wo wir gerade dabei sind, möchtest du dieses Ei hier haben? Hab es heute Morgen gefunden. Spezialei. Es zählt jetzt nicht zu dieser Route. Es wird einfach abgelegt im PC. Okay? Vielen Dank, aber versprich es. Aber zerbrich es nicht, okay? Ich bin gespannt, was einmal daraus wird. Obwohl ich noch nie davon gehört habe, dass ein Ei zerbricht, bevor etwas schlüpft. Pokémon schlüpfen aus Eiern, wenn man sie im Team umherträgt. Das liegt bestimmt an der Kraft, die von den anderen Pokémon und an das Ei weitergegeben wird. Oh, was willst du jetzt? Ich frage mich, was wohl in dem Ei steckt. Ach, ich bin zu ungeduldig. Hier, nimm das. Damit schlüpft das Pokémon schneller. Was? Pokémon schlüpfen jetzt schneller aus Eiern. Oh, okay, dann muss ich es schnell reinnehmen. Und dann lassen wir es kurz schlüpfen. Renne ich hier kurz im Kreis und hole es ganz kurz. Dann muss ich ganz kurz ein Pokémon ablegen für 2 Sekunden. Nein, bleib doch. Macht ja keinen Sinn. Warte mal, das hat doch Flammenkörper, okay? Oh yeah, perfekt. Weil dann geht's noch schneller. Mit einem Pokémon mit Flammenkörper. So, dann zeige ich euch mal, wie man skillhaft Pokémon-Eier macht. Kann man hier auch am besten machen, hier ist nämlich am meisten Platz. So gehe ich mal her und brüte Pokémon-Eier aus. Ist bestimmt mal eine bessere Taktik, aber... bin ich direkt an der Pension bzw. an dem Hort und kann auch die neuen Eier abholen. Dürfte nicht allzu lang dauern.
Und das war's schon. Ein Evoli! Ah, alles klar, da haben wir ja schon eins. So, das kommt jetzt auch einfach mal da rein. Und nochmal das Ei, auch mal kurz. Ausgebrütet. So, hi. Einen Pokémon-Kampf zu gewinnen ist schon mal leichter als einen LKW zu reparieren. Ja, das kann nicht sein. Aber du wirst trotzdem nicht gewinnen. Reine Hoffnung, Freddy. Dann im Yorklef. Akrobatik. Nicht so ultra stark die Attacke. Deswegen habe ich mich auch gewundert, warum der Akrobatik lernen kann. Nein! Das glaube sehr effektiv sein. Ja, hatte ich recht. So, oh. Ah, okay, es hat Robustheit. Hab mich gerade schon gewundert. Und nochmal. So, das war's dann auch schon. Oh, Evoli entwickelt sich. In was? In was entwickelt sich Evoli? Ich denke mal in Felinara. Ein anderes Pokémon kann es eigentlich sein, oder? Brech die Entwicklung jetzt mal ab. Okay, scheiße. Münzamulett, geil. Ist das echt schon so weit? Ein anderes Pokémon kann sich nicht entwickeln. Ah doch, warte mal, es könnte sich noch in einen Nachtara... Boah, wartet mal ganz kurz, ich muss es mal ganz kurz gucken. Wie sich die... bei Zuneigung in der Nacht, dann wird sich in so einem Nachtara entwickeln. Also, Wasserstein, Aquana, Donnerstein, Blitzer, Feuerstein, Flamara, Freundschaft am Tag oder Sonnensplitter in XD, alles klar. Also, Freundschaft am Tag, Psyana, Freundschaft in der Nacht, Nachthara. Level Up am Moosfelsen, Volipurba, am Eisfelsen Glaciola und Level Up mit einer erlernten Feenattacke und zwei Herzen Zutrauung, Poke Ami oder Poke Pause, Felinara. Gut, dann hätten wir jetzt gerade Nachthara bekommen, hätte ich eh nicht wollen, ich will im Psyana. Wahrscheinlich. Finde ich irgendwie besser. Wir müssen bis heute Abend noch warten, dann kann ich es erst entwickeln. Aber nee, Nachthara will ich auf gar keinen Fall, weil Unlicht ist für mich kein gescheiter Typ. Psyana ist dann schon interessanter. Klar, Felinara ist eigentlich auch nicht schlecht, aber... Ja, Aquana macht keinen Sinn, Blitzer macht auch keinen Sinn, Flamara genauso wenig, Nachthara will ich nicht, Volipurba ist zu schlecht, Glaciola auch. Und Velinara ist stark, genauso wie Psyana. Und Psyana, Psycho-Pokémon, kann man immer gebrauchen, würde ich mal sagen. Schau ich mal ganz kurz. Ja.
Ich denke, wir holen um 5 Tiana. Aber gut zu wissen, es wäre es gerade nach Tararaz gekommen und kein Felinara. Nee, will ich natürlich nicht. So. Hi. Sei gegrüßt, Mädchen auf Inselwanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Was? Gentleman Kunze. Sophiris. Der freut sich doch über Feenattacken, glaube ich. Aber auch über Akrobatik, denke ich. Und Funkensprung. Top Genesung. Haha. Und nochmal Funkensprung. Und Level 21. So, hier gibt's dann nichts mehr? Nö, anscheinend nicht. Wenn du Route 5 folgst, gelangst du irgendwann zum Bletscherhügel. Dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Ich muss gerade nur was ändern. Meine Liste, wo ich Pokémon noch fangen darf, muss ich auf Route 4 durchstreichen und Ohana Farm draufschreiben. Dieser alte Herr hier gibt alles dafür, dass ihr Kinder die Inselwanderschaft heil besteht. Hast du Interesse an einer kuriosen Attacke, deren Wirkung sich je nach Ort unterscheidet? Und zeig mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 besiegst, Kindchen. Ja, gleich. Ein Supertrank. Doppelkampf. 1 und 1 ist 2 oder doch 3, vielleicht sogar 4. Ich werde nicht verlieren, ich muss nur fest genug daran glauben. Ja, versucht es halt. Freue mich aber auf einen Doppelkampf. Zwillinge Franzi und Lea. Warmball und Lilimipipip, irgendwie sowas. Akrobatik auf Lilimlimlimpi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 p wie es immer heißt und Stampfe auf Warmball. Das war gar nichts. Das muss wehtun. Und 22. Geduld. Nee, danke. Und Stamper. So, das war's. Als Züchterin muss man die Stärken seiner Pokémon entdecken und fördern. Pokémon-Züchterin Manuela. Mit einem Babungus. Bisschen auch Pflanze Fee, oder? Dann kann man doch richtig schön eine Akrobatik reindonnern. Denk mal schon. Ja.
Kratzfurie ist eigentlich ganz gut. Heuler kommt raus. Und Ladybar. Und nochmal Akrobatik. Ah, das muss so wehtun. Die Attacke ist so overpowered. Ein Resladero kann das auch, aber ein Resladero geht lieber ab mit Flying Breath. So, ich muss mal wieder den Schutz einsetzen. Da geht's gar nicht hoch. TM41 Folterknecht. Das Feuer keinen Schutz mehr. Jetzt eigentlich hier unten hin. Ach, da kommt man wieder mal nicht weiter. Mhm. Dann nutze ich mal kurz einen Trick. Normalerweise kann man so seine Pokémon auch wieder heilen. Muss ich jetzt nicht zum Pokémon Center rennen. Jetzt kann man nur gucken, vom Level her, wer soll denn kämpfen? Ja, eigentlich Mauzi oder Akkubis war am schlechtesten. Gut. Und passt, stimmt's. Ja, genau, jetzt haben wir da alle volle KP und so weiter. Muss nur mal jemand das Münzamulett geben. Ich hätte es mal gesagt, Marikek. Die benutze ich nämlich auch ziemlich oft. So, dann sparen wir mal wieder. So, was geht hier ab? Haha, das war wohl nichts. Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben. Spaß haben. Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh Mann, Niki. Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Niki? Nein, ist er nicht. Du bist vorsichtig, das gefällt mir. Mein Name ist Gladio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lassen wir das Gerede, jetzt wird gekämpft. Also es hatte gerade einen Sinn, warum ich zum Pokémon Center gegangen bin. Ich kenne es noch von Pokémon Sonne. Da gab es nämlich die gleiche Szene. Team Skull Gladio mit einem Zubat. Los Akku, Funkensprung. Oh, Level 17, ziemlich stark sogar. Au, das war ein Zuhua. Ah, deswegen war es nicht sehr effektiv. Interessant. Jetzt kommt ein richtiges Zubat, so wie es aussieht.
mich mir schon gewundert, wie so Super Pinte kann. Interessant. Marzi 15. So, Typ 0. Ziemlich starkes Pokémon. Akrobatik. Und Käferbiss. So, ich will, dass das Münzamulett wirkt, deswegen tausche ich. Kriege ein bisschen mehr Kohle. Eissturm. Die Verteidigung von dem Teil ist extrem hoch. Ja, aber es ist down. Akku bis Level 22. Damit wurde Gladio besiegt. Oh. Das hätte ich besser wissen müssen. Das war zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Starke Gegner? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Kala nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nichts weiter als eine feige Ausflucht. Oh, du kennst Opi? Und du findest, dass ich stark bin? Ich breche ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Am besten verziehst du dich. Einfach und überlässt das hier den Profis. Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück. Dabei hatten wir das Herrscher-Pokémon vom Bletscherhügel schon so gut in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte, ausgelutschte Sprichwort. Flux nach Haus, mein Kind, wenn Gramoks am Himmel sind. Sperr mal die Lauscher auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du das endlich kapiert?